Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten, ja, und Sneak Tag 4. Das wird jetzt ein ganz, ganz kurzer Sneak Tag, aber ich denke mal, das ist nicht ganz so schlimm. Gestern gab es ja, muss man ja mal so sagen, zwei echt bahnbrechende Sachen mit dem Kampfbohrer und mit dem, was war es gestern eigentlich noch? Warte, ich muss eben gucken. Jetzt muss ich selber gucken, was ich aufgenommen habe. Mit dem Rückrufzauber. Wird sicherlich sehr, sehr interessant werden, wie sich dort die Begegnung, denke ich mal, jetzt entwickeln beziehungsweise in Verbindung mit diesen beiden Sachen hier. Klar, am Anfang wird man nämlich vermehrt die neuen Sachen, denke ich mal, nehmen, mal ausprobieren mit anderen Sachen. Was kann man gut kombinieren und so weiter. Aber dazu sicherlich irgendwann mal später etwas. Ich habe natürlich was vorbereitet. Heute gibt es nur, es gibt nur eine neue Truppe. Das ist nicht viel, aber die Truppe hat es in sich. Format kennt ihr. Ihr habt euch sicherlich schon gewundert, warum man ausgerechnet diese Kaserne nochmal leveln kann. Und alles hat hier ja so ein bisschen so ein Design mit so einem Dreieck drin. Je nachdem, in welcher Stellung, Spitze nach unten, Spitze nach oben, etc. Und auch hier geht die Kaserne einen hoch und bekommt quasi, ich nenne es mal so, auch so ein Dreieck oben auf dem Dach. Ihr seht das da oben. Und hier kommt raus ihr habt es jetzt gerade schon kurz gesehen, ein Elektro- oder Elektrik-Titan. Hat so ein bisschen Ähnlichkeit, finde ich, mit der Super-Bogenschützin. Obwohl die hier viel, viel größer ist. Ja, aber so ein bisschen vom Gesichtsdesign her, von dem Haarstyling her, sieht das schon sehr, sehr ähnlich aus. Aber ihr seht das Damage per Second 220. Sie macht in einer Aura auch Damage, das werden wir gleich sehen. Also alles, was in ihrer kleinen Aura um sie herum ist, bekommt immer ein bisschen Schaden, außer Mauern. Also an Mauern macht die gar nichts. Hitpoints 8200, Trainingszeit 6 Minuten. Sie geht auf alles. Single Target. Sie geht auf Luft- und Bodentruppen. 32 Housing Space ist natürlich echt viel und Movement Speed 16 ist auch nicht gerade so super schnell. Aber mal sehen, wie sich der Elektro-Titan hier schlägt. Der Kollege Sneak Peek hier macht das ja immer in der Bowling Alley, heißt es, glaube ich. Aber wir sehen das gleich auf dem, ich nenne es mal so, Schlachtfeld hier. Aber wie gesagt, so ein bisschen Ähnlichkeit ist schon da. Und aber wieder ein weiblicher Charakter, okay. Müsste man eigentlich mal durchziehen, ob wir jetzt schon mehr weibliche Charakter haben oder ob wir jetzt schon oder ob. Habe ich rausgeschnitten. Ich habe das mal eben rausgeschnitten. Aber hier sehen wir sie unten an den Lagern. Und ist natürlich sehr, sehr cool anzusehen. Ein bisschen größer als die normalen Bogenschützen. Das ist eher dann so, sage ich mal, die große Schwester. Aber wir gucken mal, wie sich die große Schwester hier in der Bowling Alley schlägt. Dann seht ihr auch den Effekt, den die um sich herum hat. Den Effekt, den sie um sich herum hat. Also ihr seht das, so ein kleiner so Blitzeffekt auf alles, was in der Area ist. Sie muss also nicht unbedingt sofort hitten. Sehr, sehr gut oder sehr, sehr cool ist das, wenn zum Beispiel Skelette auftauchen. Die sind nämlich instant gebraten oder gebrutzelt. Und aber wie gesagt, geht auf alles, geht auf alle Gebäude, geht auf Verteidigungsgebäude und geht nicht auf Mauern. Ihr seht das auch, die Mauer bekommt keinen Schaden, obwohl jetzt die Aura da ja gerade drin ist, aber ihr seht das, die Skelette kommen da gar nicht erst ran und ist sicherlich eine interessante Truppe, aber 32 Platz ist auch eine ganze Menge. Ich sehe aber trotzdem schon so ein bisschen so die ersten, also so Messangriffe oder vielleicht auch gut zum Funneln zu gebrauchen. Die Kläne hier, die Kläne, so klein ist sie gar nicht, die Kläne. Und aber es ist immerhin eine neue Truppe. Sie belebt das Spiel hier. Ich sage immer, erwartet nicht, dass hier 3-4 neue Truppen reinkommen in so einem Update oder überhaupt in so einem großen Update, denn das wäre ein bisschen viel des Guten. Aber ich denke mal, eine neue Truppe wie
Der Elektro-Titan hier tut dem Spiel wirklich sehr, sehr gut. Und hier sehen wir das nochmal mit der Aura. Sehr, sehr schön. Also alles, was in der Aura ein bisschen ist, hier jetzt der Tesla, bekommt schon mal vorab so ein bisschen Schaden. Wenn auch nicht so super viel, aber wie sage ich immer, Kleinvieh macht auch Mist. Ich denke mal, ich kann euch nicht sagen, wann das Update kommt. Ihr fragt ja immer wieder. Ist auch eine berechtigte Frage. Ich frage mich eigentlich auch immer wieder. Ich hoffe trotzdem, die feine, aber kleine Folge Clash of Clans heute auf einem Sonntag hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen oder sahen uns ja sowieso. Ich habe jetzt seit Mittwoch jeden Tag live gestreamt und finde ich eigentlich ganz okay, die Sneak Talks mit euch zu machen. Und macht in jedem Fall eine ganze Menge Laune. Wir machen zwar zur Zeit in dem Dorf hier fast nur Clanstadt, aber ich glaube, das ist auch nicht so schlimm. Muss auch ein bisschen gespielt werden. Jeder macht seine Medaillen fit. Ich habe meine 6 Bauarbeiter schon am Start. Also Schmiede ist vorbei. Ich lasse jetzt auch nichts beim Laufen. Und fasse den Account hier natürlich noch an für die Tagessachen und für den Pass. Aber mal sehen, wie weit ich im Pass noch komme, bevor ich ihn denn vermutlich durchjamme am Tag X, wenn das Update denn kommt. Wir lassen uns überraschen. Bis dahin, danke für eure Aufmerksamkeit. Euer Toto. Fest.